So, und da sind wir wieder bei The Forest. Und ich muss das Spiel schon wieder neu anfangen. Aber diesmal aus einem anderen Grund. Nämlich weil einfach das Spiel, das ist einfach aufgehangen, das ging nicht mehr. Und da, wenn ich versucht habe zu laden, also in dem Haus, da habe ich ja zuletzt gespeichert, das sollte man anscheinend nicht tun. Früher ging das, jetzt geht das nicht mehr. Die haben eigentlich voll den Down-Patch gemacht. Das ist schlechter, als es vorher war. Und das kann ja wohl nicht sein, oder? Und schweben kann ich auch noch. Bei Logik. Jetzt frage ich mich, wo ich bin. Das werde ich schon gleich herausfinden. Ich habe auf jeden Fall neue Soundeffekte gehört. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich würde mir auf jeden Fall diesmal woanders ein Haus bauen. Und diesmal ohne Dach, verdammt nochmal. Wir müssen ja nicht immer ein Dach oben drauf haben. Das hatte ich nur, weil ich einmal das gesehen habe. Deswegen wollte ich es nochmal machen. Aber das muss ja nicht sein. Oh, was haben wir denn hier? Na, du willst mich doch verarschen. Immerhin. Das Boot haben wir schon mal. Und wenn wir Glück haben, können wir das so machen, dass das geht immer noch. Nimm am besten Medizin, ist besser. Können wir das so machen, dass wir hinten irgendwo auf so einer Insel wohnen? Dann müssen wir halt das ganze Holz so weit schleppen, aber man muss ja auch nicht unbedingt so was Riesiges bauen. Man kann so ein Shelter bauen und da kann man sich eigentlich drunter verstecken. Schafft man wohl. Essen gibt es ja auch reichlich. Ich habe noch nie auf einer Insel gewohnt. Aber es wäre auf jeden Fall schon mal ein Versuch wert. Endlich komme ich wieder an das Walkman dran. Oder den Walkman. Dann habe ich die Modern Axt. Oder Modern Axe. Die ich nicht habe. So viel dazu. Man müsste ja vorne die Flairgun liegen, oder nicht? Seile sind da auf jeden Fall. Ja. Das wollte ich jetzt nicht. Musste ich da noch was anderes dazu tun? Was war denn das? War das der Lappen? Ja. Hier kann man auf jeden Fall sehr gut beobachten. Alter, ich muss die rechte Maustaste wieder hinkriegen. So. Ohne die bin ich aufgeschmissen. Boah, jetzt mach's schon. Macht der schon wieder. Alter, das macht mich krank, das Geräusch. Hört ihr das? So, gut. Hier kommt so ein Teil hin, fertig. Jetzt müssen wir nur noch das ganze Zeug rüberschleppen, aber das dürfte eigentlich nicht so schwierig sein. Auch wenn das schon ein bisschen weiter Weg ist. Und wenn wir hier einfach so einen Behälter hin tun auf der Seite und dann können wir da immer ablagern und vielleicht rüberbringen, wenn wir müssen. Ist auf jeden Fall ein sicheres Lager, würde ich mal sagen. So schnell kommen die hier nicht rüber.
Ich habe die ja auch relativ wenig bisher rumlaufen sehen. Und falls sie kommen, wissen wir ja, was wir tun. Das, was wir immer machen. Einfach schön draufschlagen. Immer mitten in die Fresse rein. Boah, ich jetzt aber auch Baumstämme. Muss ich mir erstmal welche abbauen. Und je näher wir dem Wald kommen, desto näher kommen wir unserem Feind. Denn dieser Feind wohnt in dem Wald. Den ich abholze. Ist aber echt ein weiter Weg. Wenn ich das wirklich nicht so weit haben will, dann sollte ich hier wirklich so ein Behältnis hinhängen, damit ich dann immer rübertragen kann, das Zeug. So. Dauert jetzt zwar ein bisschen, aber wir haben ja Zeit. Falls was kommt, haben wir auch Waffen. Auch wenn mir meine moderne Axt einfach abgenommen wurde, wie letztes Mal auch schon. Richtig unfaire Scheiße. So, genug Steine hätten wir schon mal. Ja, Regen. Das kümmert mich bald nicht mehr. Kann aber auch sein, dass die vom Licht her angelockt werden, wenn ich da bin in der Nacht. Also sollte ich da wirklich aufpassen. Okay, ich kann nichts mehr tragen. Gehen wir weiter. Hier habe ich auf jeden Fall noch nie einen Eingeborenen gesehen. Hier in, ne. Ja, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Alter, ich esse jetzt einfach was. Haben wir das schon mal voll? Nervt ja auch die ganze Zeit. Alter, hier ist so wenig los. Zeigt euch. Sonst seid ihr auch nicht so scheu. Gut, sonst holze ich auch immer den ganzen Wald ab, aber heute habe ich halt nicht so gerade drauf Bock. Ich will halt nur das, was ich hier jetzt abhacke, schnell benutzen können. Und dann auch schnell wieder weg. Pack auf. Oder nimm auf. Ja, komm. Hacken wir hier noch einen Baum kaputt.
dabei? Kann ich wirklich sogar erwischt werden von den Viechern? Weil das ist eine wirklich laute Aktivität. So. Ich fände es aber auch cool, wenn hier mal Raubtiere wären. Also wirkliche Raubtiere. Die haben auch wirklich gefährlich werden können. Nicht solche Haie, die man einfach durch Abblocken einfach weg hat. Die einen dann nicht mehr stören. Einfach so viel zu essen. Ah, das kann ich eigentlich schon übertragen. Wenn ich schon hier bin. So. Dann dürfte ich mal rüber. Alter, muss hier doch einen schnelleren Weg rüber geben, irgendwie. Ich werde auf jeden Fall mal eine Brücke hinbauen. Irgendwann. Das macht das hier nicht mehr so sicher, aber. Vielleicht schaffe ich es dann irgendwie, das noch sicher zu machen. Vielleicht mache ich die auch nur halb, dass man rüberspringen muss. Geht ja auch. Kommt auch ungefähr aufs selbe hinaus, da bist du auch schneller. Der hat eben so komisch geatmet und dann habe ich, glaube ich, so einen Vogel gehört. Trillili oder sowas. Und ich drücke gerade nicht mal die rechte Maustaste und der wählt ab. Hochlobenswert. Da schon wieder. Dieses Trillili. Ja, ich sehe den Baumstamm da unten, aber ich will lieber zwei auf einmal tragen. Deswegen laufe ich weiter. So, Baum, du wirst mir helfen, hier ein vernünftiges Haus hinzubauen. Läuft immer noch keiner rum. Ich habe gerade echt gedacht, da wäre einer, aber da war gar keiner. Boah, immer diese Orte, wo nie welche sind, ey. Die machen am meisten. Die machen einem am meisten Angst, weil man immer denkt, ey, guck mal, da kommt jetzt was, aber da kommt gar nichts. Wenn du so einen Ort hast, wo die stundenlang die ganze Zeit kommen, dann. Ist ja eigentlich scheißegal, ob da was kommt oder so. Da gehst du sogar mit Freuden einfach drauf auf die. Machst die alle fertig. Kann ich doch gleich nochmal was essen. Rein damit. Die nächsten zwei, die ich jetzt nehme, die werde ich direkt rüberbringen. Tun wir die schon mal rein, dann kommt das nächste und das nächste und das nächste. Hör auf zu terrorisieren. Keine Ahnung, wie man das nennt.
Hier ist aber irgendwie generell so ein Ort. Da kommt irgendwie keiner. Deswegen ist das Boot wahrscheinlich auch hier. Auf der Insel gibt es natürlich kein Essen, aber hier gibt es ja drumherum genug Zeug, was angespült wird. Deswegen brauche ich mir auch kein Essen zu fangen. Ich halte die übrigens freihändig, während ich schwimme. Also macht mal nach, ne? Gut, ich hätte vielleicht mein Haus direkt in dem Dingens hier reinbauen sollen. In dem, wie nennt man das? Güterdingens Teil. Weiß nicht. So, das habe ich. Dann mal wieder rüber. Gut, dass hier keine Haie sind. Obwohl eigentlich schlecht, wenn hier einer rüber schwimmen will, dann wird er einfach nicht zerfleischt, sondern kann da einfach hin. Hier hat man auf jeden Fall den besten Sonnenuntergang. Muss ich natürlich auch noch alles fertig machen. Aber es wird von den einfachen Sachen mit dem Licht. Und spätestens wenn wir Licht machen, dann sehen die uns ja. Auch wenn ich die noch nicht gesehen habe, die können ja noch alle kommen. Auch mal was Erfrischendes hier. Und nicht immer das Gleiche. So, haben wir das schon mal. Nehme ich mir jetzt die ganzen anderen Sachen, bringe die hier noch hier hin und dann speichere ich und beende. Auch wenn es schon dunkel wird. Gut, ich habe eine Taschenlampe. Aber nicht vergessen, in the forest wird es schnell dunkel. Ist die Sonne noch eben so und dann ist sie weg. Steine gibt es hier auf jeden Fall viele. Also bisher hatte ich hier noch nie wirklich eine ruhige Nacht, ne? Nur wenn ich gepennt habe. Weil man da eh nicht angegriffen werden kann. Wenn man pennt.
einziger. Da kommen sie schon. Ach nee, da kommen sie gar nicht. Sah nur so aus, das war der Baumstamm. Gut, da muss ich hier eben gleich nochmal zurück einen einzigen Stein holen. Weil das Spiel mich nicht mehr tragen lässt. Hinten geht irgendwie voll die Party ab. Gut, dann habt ihr ein bisschen Überlänge. Und da vorne passiert ja auch nicht gerade viel. Im Moment. Das sieht aber auch cool aus mit dem Licht hier unter Wasser. Wer weiß, vielleicht finde ich hier ja auch noch ein paar Steine, aber ich. Doch, gibt's. Gut, haben wir das schon mal. Alles fertig, dann kann ich jetzt pennen und nochmal speichern. Dann würde ich mal sagen, das war's für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.